Das Gute ist, dass der jetzt da unten echt nicht mehr allzu viele Einheiten hat. Was passiert eigentlich in der mit den Einheiten auf der oberen Front? Die sind dann weg, allerdings gehen die in den Powerbar von der unteren Front mit rein. Also alles, die zählen quasi als zerstört und werden 1:1 in den Powerbar mit eingerechnet. Wenn der weiterhin nur mit den beiden Einheiten da oben drauf haut, dann habe ich hier unten noch eine Ewigkeit lang einen 1:1 Kampf. Das gefällt mir gerade, wie sich das hier entwickelt hat. Niemals Mech-Einheiten unterschätzen. Kostentechnisch sind das die stärksten Einheiten im Spiel. Kostentechnisch? Ja. Für 3000 kriegst du eine Einheit, die die gleiche Durchschlagskraft hat wie ein Jagdpanzer und lediglich ein bisschen weniger aushält und weniger Movement Range hat. Einheiten muss ich da langsam mal loswerden. So, hier kann ich jetzt ausbesetzen anfangen, nachdem die Artillerie da hinten jetzt auf 4 HP ist, macht die nämlich nicht mehr allzu viel. Wenn sie hier so langsam aus, ich hätte diese Mission auch bis Ende entgegenzugehen. Er hat noch 18 Einheiten jetzt und ich habe noch 23 hier unten. Das heißt, ich habe hier auch schon einen großen Vorteil. Einheitenvorteil ist immer der größte, den man haben kann. Seine Gaben bringen ihm nicht allzu viel. Ein bisschen mehr Movement. Dadurch, dass er seine Basis gerade zum Reparieren blockiert, macht mir das jetzt auch nicht wirklich was aus. Beißt sich an der letzten Missileinheit irgendwie die Zähne aus. Weil er sie jetzt mittlerweile auf 4 HP und runter hat. Unglaublich, ich habe es jetzt echt geschafft, mit der 5 HP Einheit den Flughafen noch zu besetzen. Da kriegen wir 2 Einheiten zum Preis von einem, das ist sehr schön. Infanterie- und Mech-Einheiten sind sowieso erstaunlich effektiv gegen diese Otium-Einheiten. So, das wird, das müsste seine letzte gewesen sein, ne? Eine Otium-Einheit hat er eine hier noch. Da unten, die habe ich jetzt nicht gesehen. Aber die können wir auch noch kaputt schießen. Die
Azi hier, die lasse ich jetzt natürlich auch nicht stehen. Zwölf Einheiten hat er jetzt noch. Mal schauen, wie lange der Kanbei noch braucht hier. Nächste Runde hat er's. Yay. Hat ja auch lange noch gedauert. Brauchst du denn jetzt überhaupt noch den Flughafen oder hast du den jetzt nur zu Deko-Zwecken eingenommen? Der beschleunigt das Ganze jetzt noch ein bisschen. Der hat keine Muni mehr. Okay. Er hat jetzt auch gerade keine mehr, aber das können wir doch beheben. Und dann die. Das wird jetzt noch nicht ganz reichen. Also zumindest nicht ohne eine Menge Glück. Ach, da oben ist ja noch eine Ozium-Einheit, sehe ich gerade. Eine weitere Basis eingenommen. More money! Jupp. Mehr Geld ist immer gut. Oh, da ist ja noch ein Megatank. Jupp. So. Oh! Ach, ich glaube, ich kann's Kanda jetzt nur mal künstlich schwer machen. Ich glaube, mit dem, wo er die ganze Zeit drauf schießt, hat er sowieso keine Armor mehr. Oh, zwei hat er noch. So. Das Ammunition-Symbol kommt immer nur dann, wenn die Einheit unter der Hälfte ist. Er hat es nicht geschafft. Und das mit der Mechanheit hier war jetzt nicht unbedingt die beste Idee, die ich jemals hatte, aber mal schauen. Den können wir hier jetzt zumindest mal abstellen. Das Blackboat hier können wir auch mal wegmachen. Okay, eine normale Co-Power, also gut, um das Ozium wegzumachen, wäre das jetzt gar nicht so schlecht. Bisschen mehr Glück. Also, diese Co-Power macht, dass ich jetzt 40% mehr Glück habe. Mal schauen, wie gut sich das jetzt auswirkt. Schon mal sehr gut. Gut, das war jetzt weniger erfolgreich, aber wir haben ja hier noch
Eine Ozeum-Einheit weniger. Was mich mal interessieren würde, kann diese Ozeum-Einheit über Fluggeräte rüber? Ja. Alles klar, okay. Immer die Art hier auch noch mal nach oben. So, jetzt kommt der Kanbei nach unten. Wenn die nächste Runde überlebt, die Missile-Einheit nicht. So, da haben wir jetzt nur noch eine Front. Sie hat heldenhaft gekämpft. Aber dafür haben die an der ersten Front fast keine Einheiten mehr. Hey, schießen sollst du. Geht da nicht noch eins oder? Okay. Gleich mal Kaffee restocken. Was ist mit Kaffee? Müsste ich gleich mal restocken. Warum halt noch ein Bomber? Einfach nur, weil das Geld da ist. Yep. Oh, jetzt kommt eine Tech Power, jetzt habe ich Angst. Mit den letzten 6 Einheiten, die sie da haben. Da können sie ja jetzt so viel machen. Vor allem 3 von den 6 Einheiten sind Transporteinheiten. Das Einzige, was mich daran jetzt ein bisschen ankotzt, ist die Tatsache, dass Kanbei die Power finisht. Womit seine Defensive mir jetzt gleich ein bisschen auf den Sack gehen wird. Weil der kriegt jetzt die nächste Runde so gut wie keinen Schaden.
oder... Der kann da stehen bleiben. Ach, das ist aber nett von denen, dass die jetzt wechseln. Tue ich mich nämlich jetzt nur leichter, das ganze Zeug wegzuräumen. Wir ja hier jetzt schön den Rest aufräumen. Da hat sogar meine Co-Power nochmal geblinkt. Los, Mech-Einheiten, finish ihn! Und es reicht nicht. Schade. Das hätte ich auch sagen können. Bauen wir halt noch einen Bomber. Mir doch egal. Selbstmordkommando. Dann nicht mal eine neue Einheit da auf der Basis gebaut. Na gut, er hat ja auch kein Geld. Hat alles benutzt, um den Megatank zu reparieren, wie es aussieht. Einmal hier draufhauen, einmal hier abschießen und einmal wegbomben. Fertig. Und Ende ist die Mistbombe. Und trotzdem S-Rang, obwohl du die zweite Front verloren hast. Macht ja nichts. Zweite Front ist sowas von egal.